Hallo und herzlich willkommen zurück beim Filmemann. Batman und Superman werden in einem gemeinsamen Film auftauchen. Regie wird Zack Snyder führen und Christopher Nolan wird sich ein bisschen aus der Produzentenrolle zurückziehen. Das Ganze kommt dann 2015 in die Kinos und ich find's scheiße. Jetzt muss ich das wahrscheinlich erklären, wieso ich persönlich das ein bisschen dämlich finde, dass man die beiden in einen Film setzt. Es gibt natürlich diese Comics, The Dark Knight Returns, wo sie dann sich irgendwie kloppen. Da haben sie auch ein Zitat vorgelesen. Also das, erstmal zur Backstory, es kam bei der San Diego Comic Con, kam heraus, da haben sie ein Zitat vorgelesen, eben aus diesem Graphic Novel oder Comic oder whatever. Und dann kam dieses Logo, was ich gerade gezeigt habe. Und dann hat sich's angehört in einem Saal, als hätte man gerade Schweine geschlachtet. Versteht mich nicht falsch, ich bin ein großer Fan der Christopher Nolan Batman Trilogie. Man of Steel auf der anderen Seite ist scheiße gewesen. Also, ich hatte mir mehr erhofft, vor allen Dingen, wenn so Namen dabei sind wie Zack Snyder oder Christopher Nolan. Jetzt steckt man die beide in einen Film. Batman, die unfassbar ernste Person, und Man of Steel, Superman, der einfach Superman. Das ist selbsterklärend, den Typen kann man nicht besiegen. Deswegen ist er der sinnloseste Superheld ever. Das heißt, diese Figur wird immer diese plakative Figur sein und niemals eine wirkliche Charakter, mit tiefgründigen Charakter ausgebaute Figur. Superman ist ja eigentlich auch eher so eine Art Idee, eine Art Schema, dieses, ja, ich kann alles, ich bin Superman. Das funktioniert, wie gesagt, bei kleinen Kindern, aber nicht bei Erwachsenen. Wir checken einfach irgendwann mal aus. Das ist bei vielen in Man of Steel passiert und ich denke mal, in dem Film wird es jetzt ein ganz großes Problem geben. So viele Leute haben darauf gewartet, dass Batman und Superman in einem Film auftauchen. Und man merkt jetzt ganz deutlich, dass DC Comics sieht, dass sie unter Zugzwang geraten, wenn jetzt Marvel schon die nächste Fuhre an Filmen rausballert, die dann in The Avengers 2, The Age of Dingsbums münden. Die rushen es. Denn was brauchen wir? Wir brauchen natürlich einen Justice League Film. Aber wir haben gerade erstmal Batman und jetzt gerade mal Superman wieder etabliert. Die ganzen anderen tollen Figuren wie Aquaman, die haben wir noch gar nicht etabliert. Wir haben jetzt nur Batman und Superman. Die eine Trilogie funktioniert nicht als Comic-Verfilmung, sondern eher als düsterer Thriller mit einem Vigilante, der sich als Fledermaus verkleidet und so spricht. Und das andere ist ein Action-Feuerwerk ohne emotionale Verbindung mit dem Publikum. Einfach nur ein mega dickes Bum 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 mit einem aufgedroschenen Pathos. Und jetzt wollen wir diese beiden verbinden. Weiß ich nicht, ob das eine so gute Idee ist. Vielleicht sehen wir Joseph Gordon-Levitt, der natürlich in The Dark Knight Rises die Rolle des Batman übernimmt. Wir sehen auch Henry Cavill wieder als Man of Steel, hat er schon unterschrieben, ist ja logisch. Macht nur Sinn, weil ich kenne keinen anderen Schauspieler, der auf den Original Christopher Reeves draufpassen würde. Ich prophezei jetzt, dass sie diesen Film super an die Wand fahren werden, dass Kritiker den Film so einen Score geben werden von 50 bis 60, dass die Hardcore-Fans sich super darauf einschubbern werden und so die normalen Kinogänger, die werden ein bisschen entfremdet reagieren. So ähnlich auch schon wie bei Man of Steel wird das jetzt wahrscheinlich noch mehr der Fall sein, denn das ist wirklich ein Film, den man nicht sehen muss, wenn man sich nicht näher mit den Comics befasst hat. Der Film wird zugekleistert sein mit Easter Eggs und whatnot, aber gleichzeitig müssen sie es ja auch für den breiten Markt verballern. Das heißt, wir werden den Film in 3D kriegen natürlich, der Film wird ungefähr 3 Stunden lang und es wird ordentlich was in die Luft fliegen. Da Hans Zimmer sowohl für die Batman-Filme als auch für die Superman-Reboot den Score komponiert hat, wird höchstwahrscheinlich Hans Zimmer auch hier wieder das Ding übernehmen. Wenn nicht, dann macht es Steve Jablonski. Das prophezei ich jetzt einfach mal. Aber mich würde interessieren, was ihr denkt. Teilt ihr meine Meinung und sagt mir, dass es viel zu viel Build-up und viel zu viel Druck für die Studios, für die Schauspieler und für die Künstler vor und hinter der Leinwand? Oder sagt ihr, das wird der Film des Jahres 2015? Nur noch so am Rande, schaut euch den Mandela-Trailer an, der ist ziemlich cool. Alles klar, ich bin Traxation, ich bin der Filmemann und ihr habt gerade ein Video von mir gesehen.